Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es nochmal um ein Beispiel dazu, wie man eine Gerade an einer Ebene spiegeln kann. Wir haben den Fall vorliegen, dass dabei die Gerade die Ebene schneidet. Das heißt, insbesondere ist die Gerade nicht parallel zur Ebene und liegt auch nicht in der Ebene. Die Ebenengleichung lautet 2x1 plus x2 plus 2x3 ist 12. Und hier siehst du die Geradengleichung. Als allererstes wollen wir jetzt den Schnittpunkt berechnen von der Ebene und der Gerade. Das machen wir, indem wir zuerst mal den allgemeinen Geradenpunkt hier betrachten. Ich schreibe den auch mal kurz hier auf, also P. Dazu muss man jetzt eben eintragsweise untersuchen, welche Koordinaten hat denn ganz allgemein ein Punkt, der auf der Geraden liegt, und zwar in Abhängigkeit von t. Da können wir sehen, die x1-Koordinate ist immer 2 plus t mal 3, also 2 plus 3t. Die x2-Koordinate ist dann 2 plus 2t. Und die x3-Koordinate ist 3 plus t mal 5, also 3 plus 5t. So. Für x1 setzen wir jetzt eben das hier in die Gleichung ein, für x2 das und für x3 das. Entsprechend kommen wir auf die Gleichung 2 mal, Klammer auf, 2 plus 3t, Klammer zu, plus 2 plus 2t. Das ist x2 plus 2 mal und jetzt 3 plus 5t ist gleich 12. Hier kannst du jetzt zum einen ausmultiplizieren und dann alle t's und alle Zahlen zusammenfassen. Du kommst dann auf die Gleichung 12 plus 18t ist 12. Wenn wir jetzt 12 auf beiden Seiten, können wir ganz einfach abziehen. Bleibt übrig, 18t ist 0, was nur dann erfüllt ist, wenn t gleich 0 ist. Das heißt, wenn wir für t hier 0 einsetzen und das Ganze hier berechnen, dann erhalten wir eben den Schnittpunkt von der Geraden und der Ebene. Das ist jetzt in dem Fall sehr einfach. Wenn t 0 ist, fällt das hier einfach weg und wir haben übrig den Vektor 2, 2, 3. Und das ist eben der Ortsvektor von dem Schnittpunkt. Entsprechend hat der Schnittpunkt Q die Koordinaten 2, 2 und 3. So, jetzt haben wir schon mal einen Punkt, der auf der Spiegelgerade liegt. Das ist der Punkt Q. Wir brauchen jetzt allerdings noch den Richtungsvektor von der Spiegelgerade. Den erhalten wir, indem wir den Richtungsvektor der ursprünglichen Gerade am normalen Vektor spiegeln. Das heißt also, wir projizieren jetzt den Vektor, unseren Richtungsvektor der Geraden erstmal auf den normalen Vektor. Wir brauchen erstmal den normalen Vektor, den können wir hier aus der Ebenengleichung direkt ablesen. Der erste Eintrag ist 2, der zweite 1 und der dritte wieder 2. Macht also diesen normalen Vektor hier aus, 2, 1, 2. Von dem brauchen wir jetzt die Länge, denn wir wollen den Einheitsvektor zu diesem normalen Vektor berechnen. Die Länge oder der Betrag vom normalen Vektor ist entsprechend die Wurzel aus 2 im Quadrat plus 1 im Quadrat plus 2 im Quadrat. 2 im Quadrat ist 4, dann haben wir hier 4 plus 4 plus 1, also 9. Wurzel aus 9 ist 3. Damit ist eben der Einheitsvektor entsprechend 1 durch 3 mal der normalen Vektor. So, als nächstes brauchen wir das Skalarprodukt vom Einheitsvektor des normalen Vektors und dem Richtungsvektor der Geraden. Das nennen wir jetzt d. Also den Richtungsvektor ist der hier von der Geraden. Der normalen Vektor, also der Einheitsvektor des normalen Vektors ist der hier drüben. Genau, jetzt berechnen wir das Skalarprodukt. Dabei können wir den Faktor 1/3 hier nach vorne ziehen. Denn bevor wir jetzt 1/3 hier mit in den Vektor reinziehen und das dann komplizierter wird, rechnen wir einfach das Skalarprodukt von den zwei Vektoren aus und multiplizieren es dann anschließend mit 1/3. Das Skalarprodukt von den zwei Vektoren ist dann 3 mal 2 plus 2 mal 1 plus 5 mal 2, was dann gibt 6 plus 2 plus 10. 6 plus 2 plus 10 sind 18 und 18 durch 3 sind eben 6. So,
Mit diesem D können wir jetzt den Verbindungsvektor QR aufstellen. Er ist hierbei einfach ein Hilfspunkt, sage ich mal. Diesen Vektor brauchen wir dann anschließend, um eben den Richtungsvektor der Spiegelgeraden zu berechnen. Wir kommen auf diesen Vektor, indem wir 2 mal D nehmen und dann eben mit dem Einheitsvektor des normalen Vektors multiplizieren. 2 mal D sind 12, weil wir nehmen 2 mal die 6. Der Einheitsvektor des normalen Vektors, also N0, war 1/3 mal der Vektor 2, 1, 2. Jetzt können wir 12 durch 3 ausrechnen, das gibt 4 mal den Vektor hier. Entsprechend haben wir eben den Vektor mit den Einträgen 8, 4 und 8. So, und jetzt noch unser Richtungsvektor der gespiegelten Geraden ist jetzt eben der Vektor hier minus der Richtungsvektor der ursprünglichen Geraden. Das heißt also, wir rechnen 8 minus 3 gibt 5, 4 minus 2 sind 2 und 8 minus 5 sind 3, haben dann entsprechend diesen Vektor hier. Das ist jetzt der Richtungsvektor, den wir gesucht haben. Den haben wir jetzt insgesamt erhalten, indem wir den Richtungsvektor unserer ursprünglichen Geraden am normalen Vektor der Ebene gespiegelt haben. Und dann kommen wir eben auf diese Geradengleichung. Hier haben wir jetzt eben den Ortsvektor des Punktes Q verwendet als Stützvektor, denn der Punkt Q liegt nicht nur auf der Ebene und auf der Geraden, sondern auch auf der Spiegelgeraden. Das ist sozusagen der Punkt, der diese drei Objekte vereint und dann eben T mal unseren neuen berechneten Richtungsvektor. Genau, das war's dazu, wie man ein weiteres Beispiel dazu, wie man eine Gerade an einer Ebene spiegelt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und dass du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Bis dann.